Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist es wieder einmal Deponia, denn es gibt einen vierten Teil. Keep of Deponia heißt es hier, aber das Spiel heißt Deponia Doomsday. Und wir stürzen uns jetzt da einfach mal rein. Ich schätze mal, wie immer, mit dem Tutorial. Ich möchte ein neues Spiel starten. Ja, danke schön. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder einen Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote. Rasierschaumtortenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich. Indem er sich fallen ließ. Ende. Ach. Der Schluss gefällt euch nicht? Nö. Ihr hofft noch auf ein Happy End? Ja. Aber, ihr wisst doch. Enden und Haie. Man sollte sie nicht herausfordern. Ach so? Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage. Würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Tja, das ist die spannende Frage. Was können wir ändern, um ein besseres Ende zu kriegen? Denn das Ende von Deponia 3 hat ja wieder nicht allen gefallen. Mir hat's... Ja, es war okay. Es war natürlich wieder kein Happy End. Jetzt schauen wir mal, was sich geändert hat. Wo wir sind und was hier überhaupt passiert. Ist das Rufus? Dieser Ort war die Hölle. Aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuelocks abhängen können. So, so. Ich musste mich beeilen. Ich möchte immer das Tutorial spielen, weil da sind auch nochmal Witze drin. Auch wenn ich schon weiß, wie das Spiel geht. Vielleicht ist auch eine Auffrischung nicht schlecht. Bla bla bla. Die Hotspot-Anzeige, genau, die braucht man doch. Was? Die Edward Snowman? Genau. Großes, kleines Zahnrad. Interagieren, ansehen. Unterklettern. Oh, das Tutorial ist ja gar nicht so lustig wie früher. Ist ja ein ziemlich langweiliges Tutorial. Zu viel Text und zu wenig Erklärung. Wo ist Wenzel, wenn man ihn braucht? Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. So, wir sollen die Szene verlassen, aber gab es hier nicht noch mehr? Wohl nicht. Dann interagieren wir mal mit der Spraydose. Wahrscheinlich hätten wir das auch alles hier ohne Tutorial-Hinweise machen können. Insofern bin ich doch etwas unzufrieden. Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Warum ist das denn so eine tiefe Stimme? Das ist doch mit Sicherheit Rufus, sonst wäre er nicht hier. Und so ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. Erzähl was Neues.
Sonst wäre er ja nicht so vermummt hier. Außerdem von den Sprüchen her könnte es immer noch Rufus sein. Spraydose. Fuelock Gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Nehmen wir uns. Inventar per I oder Drehen des Mausrades. Das funktioniert schon mal. Ach, ich habe ein Feuerzeug. Ist interessant. Fetzig. Ja, das ist definitiv Rufus. Aber ich mochte seine alte Stimme. Ich hoffe, die kommt wieder. Wenn er bei dieser Stimme bleibt, bin ich etwas unzufrieden bis jetzt. Oder insgesamt unzufrieden. Okay, zurück zum Fahrzeug, aber warum? Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, ja, das gehen wir ja schon. Lachhaft. Graffiti, Riegel, Türknopf. Okay, zurück zur Snowman. Wir haben einen improvisierten Flammenwerfer und möchten das Eis am Werkzeugkasten schmelzen. Na gut, aber wo ist der Werkzeugkasten? Ist es das hier? Sogar der Kasten für den Notfallschneidbrenner war vereist. Was für eine Scheißironie. Oh, ich mochte seine alte Stimme wirklich viel lieber. Ich hoffe wirklich, das ändert sich noch. Okay. Oder ist es doch nicht Rufus? Ja. Ich denke, wir kommen hier zurecht. Ein Schneidbrenner hilft immer. Wieder zumachen, weil es gehört sich so. Was ist denn das hier jetzt? Ach so. Ja, ja. Ich das mal zumachen? Das braucht doch jetzt hier. Das braucht doch kein Mensch. Ja. Nein. Ach, ich weiß nicht. Ach, na gut, ich lasse es mal. Es wird ja wohl nicht mehr so ewig hier bleiben. Schneidbrenner, Schneidbrenner. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Tschüss. Oh. Ach so, draufbleiben. Das ist ja mal was Neues. Hey, wow, 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 wow. Wow. Ob das Vieh jetzt hier... Oh oh. Das Siegel zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Na dann. Was? In dieser Szene sind Kraftbalken eingeblendet? Hier musst du so schnell wie möglich klicken. Viel Erfolg. Das ist neu. Was? Ich muss so schnell wie möglich klicken. Das ist ja voll das Minigame hier. Ich meine, Quicktime Event. Oh, shit. Tür zu machen wäre nicht dumm gewesen. Jetzt weiß ich alles. Alles klar. Das ist doch kein Deponiami hier. Was ist denn hier los? Schloss? Der Riegel fehlte. Was für eine Schlapperei. Da können wir doch hier das Rohr. Die Stange. Puh. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung. Die Hoffnungslosigkeit. Und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Aber wenn das wirklich Rufus ist, warum würde er dann hier sprengen? Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Ein roter Knopf da von da hinten? Da lag es nun, kaputt im Schnee, ausgebrannt, am Boden zerschellt. Moment Elysium. Mal, Elysium ist abgestürzt. Symbol der Hoffnung. Was für ein Kitsch. Oh, shit. Tja, das war's dann wohl. Das Ende meiner...
das. Ah, es ist Rufus. Das Ende meiner Reise. So ein Schmeißdreck. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na warte. Ja, jetzt hat er wieder seine alte Stimme. So gefällt er mir viel besser. Auf Bombe klettern klingt nach einer sinnvollen Aktion. Ich euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Hey, Schnabeltiere. Was muss ich denn jetzt hier? Was muss ich denn jetzt hier? Ah. Miststück, komm zurück, als wäre das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich sehe keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Ja, wie jetzt, Toni? Was? Was ist denn da los? Das ist aber doch hier, wie bitte? Was war jetzt hier alles ein Traum? Das glaube ich aber nicht. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, Moment, das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrend. Genau, die Raketenharpune aus dem ersten Spiel. Mhm. Wer kann sich erinnern? Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Schraubenschlüssel und der Ofen ist aus. Oh, Knickerfolie. Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Ein guter Plan. Ja, dann Klappe zu und ab zu Toni. Unsere Schatzi-Mausi. Moment mal. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Ne, genau. Gashebel... Oh, die noch nicht, ist zu früh für Gas. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Was? Was hat er denn jetzt gemacht?
Ich habe das Ding angefasst, aber ich habe noch gar nicht geschaut, was es überhaupt war und konnte. Aha, hier können wir ein Seil an Schilder festmachen. Ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Verbotsschilder, Gefahrenschilder, verstehe ich nicht. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst, vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Ja, also irgendwas ist doch hier sehr hier, es war aber ein sehr seltsamer Traum. Ich weiß gar nicht, wie das dazu kommen konnte. Moment, dann holen wir doch jetzt die Knickerfolie. Und packen das Ganze ein. Haben wir jetzt etwa einen Rufus, der, weil er alles schon mal geträumt hat, keine Fehler mehr macht? Das wäre auch mal was Neues. Wenn er sich an all seine Missgeschicke erinnern kann. Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Nein, hey! Sie können hier nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. In der Tat. Trennt sich Toni jetzt doch von uns? Hey, hallo! Sie können hier nicht parken! Moment mal, wer ist denn dieser Falschparker? Frechheit. Hey, du da! Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du? Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na. Viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Ich verstehe. Der Typ ist Zeitreisender, der in der Zeit zurückgereist ist, um alles so zu halten, wie es war. Und deswegen hat er unsere Gläser kaputt gemacht. Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Was soll das heißen, kein Kontakt? Auch das kann ich nicht sagen. Ach ja? Warum denn nicht? Na, weil... Hörst du mir überhaupt zu? Aber ja doch. Und ich finde, dass das Schwarze auch nicht übel war, Schatz. Was? Was? Aber was? Wie? Hä? Doch das Blaue? Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Es... Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdeppert. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden.
Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Das haben wir doch alles selber schon mal gemacht. Hey, Moment mal, was ist die Quadratwurzel aus 237.169? Warte mal, das weiß ich, das ist, kenne ich, 1311. Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja? Wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Chronicle? So wie McGonagall? Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Was? Na gut, dann los. Na gut. Wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Nicht auszudenken. Ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe. Nein, warte!